Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Vorschau Nummer 5 von Legends of Keepers. Ja, letztes Mal haben wir gerade so in der letzten Runde das geschafft. Wir sind in Woche 16 gewesen, dann wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Wir sehen uns nach dem Intro. So, da sind wir in Woche 16. Wir hatten hier Händler und Doktor. Händler kennen wir schon, Doktor kennen wir nicht. Da es ihm vorgestellt ist, machen wir natürlich den Doktor mal und hoffen. Der Betriebsarzt wurde bestellt, um nach einem letzten Aufträgen ein paar Tests durchzuführen. Er kümmert sich um deine Truppe, 250 Leben Gehalt. Okay, das hört sich ja nicht schlecht an, ne? Dann haben wir den Alchemist und Ereignis. Haben wir Alchemist schon gehabt? Ja, haben wir schon gehabt. Wandel Blut oder Tränen haben wir nicht genug, das heißt, wir machen mal Ereignis. Durst nach Rache. Ein junger Mann gelingt es, sich unbemerkt an die Herren zu schleichen und dich mit einem rostigen Klinge zu bedrohen. Sein Gesicht ist erfüllt von Tränen des Zorns. Er will seine Familie rächen, die vor seinen Augen gefoltert und gefressen wurde. Du kannst ihm sanft auf die Schulter klopfen und ihn zum Ausgang bringen, dich über sein Leid amüsieren oder ihn deinen Gestellten als Geschenk überlassen. Was ist das hier, das Grüne? Anbieten. Das Getränk ist, weiß ich gar nicht, was das Getränk ist. Was haben wir hier noch? Achso, das hatten wir schon alles. Ist das die Moral des Getränks? Ja, dann nehmen wir natürlich die Moral an. Auch wenn es hart klingt, aber ich biete das an, damit die Moral sich steigert. Gut, dann haben wir hier Therapeut, Workout oder Ereignis. Die Moralprüfung des Angestellten durch einen Therapeuten. Vielleicht sollten wir das machen, weil wir da ja doch Dingens... Oh, wir können sogar das hier schaffen. Deine Angestellten bekommen eine Therapeutensitzung, um vom Unternehmen mit seinen Menschen über die Klinge springen zu lassen, ist eine schwierige Angelegenheit. Und häufig ist es notwendig, das Gewissen zu Hause zu lassen. Insbesondere bei vollen Sitzungen können deine Angestellten über ihre Gefühle reden und Dampf ablassen. Motivationsschub für alle verfügbaren Monster. Also wenn wir danken, dann kriegen wir eins. Das wollen wir nicht. Wenn wir hier, kriegen wir zwei und da kriegen wir zwei. Tendenziell würde ich tatsächlich jetzt hier die Tränen nehmen, ne? Oder das Geld. Ne, wir nehmen mal das Geld. So, dann gibt es ein Abenteuer, Veteran oder Abenteurer. Ich glaube, wir nehmen erstmal das, weil, ne, das ist doch zu schwierig da. Wir werden nochmal Abenteurer machen. Dann wollen wir das mal vorbereiten, ne? Okay, das ist hier so ein Thronsaal, wo da lecker Essen ist. Und wir müssen gegen diese Dreie. Dann haben wir 100, er hat schon 120. Den machen wir da schon mal hin. Er hat hier schon Stufe 2 ist er schon. Ich glaube, den nehmen wir definitiv auch dazu. Platzieren wir ihn da oder da? Ich glaube, wir platzieren ihn da. Und dann nehmen wir hier noch Tristan dazu, glaube ich. Ja, machen wir so. Dann haben wir das. Dann können wir das bestätigen. Nächster Schritt, welche Waffe setzen wir da ein? Moral, demoralisiert. 10 Naturschaden, dann hat Gift an. Hier haben wir den Ofen, 15 Feuer, wenn wir brennen an. Und hier hatten wir noch 14 Naturschaden, wenn wir Gift an. Wir nehmen den Ofen, weil da alle betroffen sind. Das war klar, das war irgendwas mit Zauber. Versammlungshorn, hier haben wir das zweite Mal dann. Knochenkatapult wäre auch wieder für alle. Moral. Naturschaden, wenn Gift 2 an alle. Da gibt es nur Gift vorne. Wenn, dann würde ich hier doch wieder alles nehmen, ne? Zehn Moral, wenn du moralisieren an. 10 Körperschaden, wenn du bluten 2 an. Ich glaube, wir nehmen hier die Kreissäge, oder? Ja.
Hier müssen wir wieder drei Helden auswählen. Da würde ich den Hutzold nehmen einmal. Der mit seinem Feuerschaden. Das wäre jetzt hier noch der Undobus. Den haben wir La, haben wir ja auch noch. Wir nehmen La da und Undobus da. Bestätigen wir das Ganze. Und hier ist es schon klar, oder? Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir abschneiden. Jo. Die haben erstmal einen Hype gekriegt. Körperschaden 40 hinten. Vorne. Er hat 60, 250. Ich glaube, wir nehmen hinten erstmal. So, was passiert? Okay. Er hat seine Flöte hier irgendwie genommen. Wir sind schon gleich kaputt und da ist noch nichts passiert. Das ist ja der Hammer, oder? Komm, wir hauen mal jetzt die Moral runter. Okay. Mitte. Hinten. Dann machen wir mal den Eisschaden. Mal gucken, ob da was passiert. Doch, jetzt geht mal was runter. Ich würde da nochmal hinten machen wollen. Okay. Wieder die Ratten, die da kommen. Einer ist schon kaputt von uns. Der nächste wird jetzt beim nächsten Angriff gehen. Und er überlebt es noch einmal. Okay, vorne Körperschaden. Ich glaube, wir machen mal nochmal die Moral. Und dann sind wir da durch. War jetzt nicht so toll, aber was willst du machen? Da wurde geheilt, oder? Okay, das war nicht so berauschend. Was haben wir jetzt hier für Möglichkeiten? Brennende Peitsche ist vorne. Wände aufgebracht, 3 auf die nächste Mustergruppe an. Und hier haben wir Bereich alle 26 Mal. Ja, machen wir das. Jetzt kommt die Kreissäge. So, und jetzt haben wir noch mal ein paar Helden hier. Sieht nicht so dolle aus. Kannst mir erzählen, was du willst, ne? Er hat auf jeden Fall noch einen Schaden genommen. Der ist auch mit der Beste, glaube ich. Der macht allen Schaden ohne Ende, ne? So, und dann wollen wir hoffen, dass der Flötenheini jetzt weg ist. Der kann Feuerschaden ab. Aber das kann er jetzt nicht ab dann auch noch, oder? Ah, zum Glück. Einer mal weniger. Fast runter. Alter Schwede. 50 Körperschaden vorne, kaputte Rüstung. Ja, eigentlich müssten wir die Mitte jetzt nochmal rumkriegen. Das ist ja dann hinten, ne? Dann müsste das doch klappen, oder? Okay. Und 2 von 3 kaputt. Und er ist auch noch weg. Das war jetzt nicht so prickelnd, oder? Wir sind wieder in der letzten Runde und da müssen wir jetzt was schaffen, ne? Luftschaden reicht nicht. Vorne aber. Vorne 44 Moral runter. Nee, wir nehmen das. Im zweiten Schlag müsste das ja klappen. Oh, das hat fast ganz geklappt. Okay. Machen wir nochmal, dann ist der mittlere Charakter auch weg. So. Und jetzt können wir vorne voll Power machen. Zack, hier 88. Hartes Duell, aber ist so, ne? Hauen wir noch die Moral mal runter. Das mit der Moral machen wir jetzt mal weiter hier gerade.
Was passiert, wenn der Charakter keine Moral mehr hat? Ja, dann Körperschaden. Ist dann hier der Dingensschaden nicht so? Ich glaube schon, ne? Okay, haben wir es geschafft. Erfolgreich verteidigt, aber für was für einen Preis, ne? Gnoll 100. Ogu. Also er ist der stärkste Charakter. 30 Körperschaden, 18 Luftschaden. Vorne 30, hält 15 zu. Hält plus 15 zu allen Resistenzen pro Monster der Gruppe. Das von auf. Hört sich eigentlich auch am besten mit an, oder? Ich würde jetzt tatsächlich den Gnoll noch dazu nehmen. So, die haben natürlich wieder Verluste gehabt, aber wir hatten das ja ein bisschen aufgefrischt, glaube. Logos. Ja. Müssen wir mal schauen, ne? Händler, Therapeut, Ereignis. Händler können wir nicht, ist nicht genug Geld da. Hier würden wir schon wieder therapeutisch was machen. Machen wir das. Raubzug oder Geschäftsreise? Hier geht es ums Plündern und da geht es um eine Geschäftsreise. Geschäftsreise hatten wir noch nicht. Nehmen wir die. Wer macht die Geschäftsreise? Er kriegt Moral, Motivation runter. Und hier 66 kann ich nicht, weil ich das Geld nicht habe. Und da auch nicht, oder? Oder das kommt rein. Ach, das kommt rein, sozusagen. Alle Monster der Gruppe erhalten aufgebracht 4, wenn eine Kreatur besiegt wird. Verursacht der Schaden und Moralverlust im Prinzip erhöht. Ring des Zorns. Das ist das Teil, was wir dann reinkriegen. Dafür geht hier noch einer runter von ihm. Aber ich glaube, das könnten wir dann riskieren, ne? Ich glaube, wir nehmen ihn. Hier würden wir Geld kriegen und da würden wir auch noch das Tränen kriegen. Ne, ich möchte diesen Gegenstand haben. Machen wir das. So, Trainer und Steuereintreiber. Trainer geht nur, Steuereintreiber geht nicht. Oder? Doch, geht auch. Das ist nur das Bild, was so grau ist, weil es Blutsauger ist. Zu wenig Ressourcen. Das ist wahrscheinlich das. Das heißt, ich kann nur den Steuereintreiber machen. Diese Schickimicki-Vampire sind wieder da, um Steuern zu kassieren. Allerdings lieben sie Blut mehr als Gold. Sie würden dir sogar einen Aufenthalt in Schäfer eine große Blutspende überlassen. Kosten 252. Das Ablehnen muss ich 50 Gold bezahlen. Die hätte ich auch. Aber Leben will ich nicht bezahlen. Also, nee, den ich abgib dir 50 Gold. Alchemist, da können wir es umwandeln. Aber wir können das Blut jetzt umwandeln, sozusagen. Ja, oder ein Ereignis machen. Komm, wir machen das Ereignis. Damit hast du auf ein Wildschweinrennen gesetzt und glatt gewonnen. Der Jackpot ist dein. Du könntest mit deinem Gewinn auch eine Party für deine Angestellten schmeißen. Eine Motivation für alle Figuren Monster. Nee, ich nehme die Kohle, weil wir gerne haben. Das macht schon Sinn, die Party. Und ich glaube, Motivation war jetzt auch nicht ganz so schlecht. So, dann sind wir in Woche 24. Hier können zwischen diesen zwei Geschichten Abenteurer oder Veteran uns entscheiden. Machen wir aber in der nächsten Vorschau, wenn wir da dran sind. Ich sag mal erst recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.